Ja, willkommen an derselben Stelle, an der Vorador uns eben noch beobachtete. Wir standen dort hinten am Tor, er war hier oben. Und ich begrüße euch zum ersten großen Rätselraum dieses Spiels. Und wenn ich groß sage, dann meine ich schon ziemlich groß. Er hat auf jeden Fall einen lustigen Schild und den werden wir brauchen. Ich töte ihn jetzt mal ohne Reaver, denn ich brauche auch seine Seele. Hallo, ich bräuchte mal deine Seele. Ist das okay? Hast du da ein Problem mit oder geht das? Geht anscheinend. So, danke für dein Schild. Müssen wir hier einsetzen und dann öffnet sich die Tür. Jetzt habe ich voll gespoilert. Ihr werdet nie auf die Idee gekommen, dass sich da eine Tür öffnet. Völlig neue Mechanik. Groundbreaking Technology Advancement. Bam, bam, bam. Na, vielleicht nicht unbedingt. Hi, Sluax, wie geht's euch? Bin nur gerade auf dem Käffchen vorbeigekommen. Es sieht nicht gerade professionell aus, aber es funktioniert besser als es sollte. Ja, einfach mal ein bisschen verrückt hin und her rennen zwischen den Gegnern. Und sie denken sich die ganze Zeit einfach nur, was ist denn jetzt los, spinnt der Typ? Und kommen halt nicht zum Angriff. Sind leider verhindert. So, hier gibt es genau ein Portal, mit dem man in die echte Welt zurückkehren kann. Und ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, es niemals zu finden. Also irgendwo muss es sein. Da vielleicht? Da ist es. Also schauen, ob ich dieses doch komplexere Rätsel noch hinkriege. Da oben ist auf jeden Fall etwas, mit dem wir irgendwann in geraumer Zukunft interagieren müssen. Jetzt kommen wir noch nicht dran, das ist zu hoch tatsächlich. Sah jetzt zwar sehr knapp aus, aber man kommt von hier aus nicht dran. Es ist nicht so gedacht. Hier wiederum kommt man auch nicht hoch. Alles klar. In dem Raum hier waren wir jetzt nur in Geisterform und da hängen dann auch schon ein paar Leitern. Nervt nicht. Überall in diesem Heiligtum waren Fresken der geflügelten Rasse sowie des apokalyptischen Krieges gegen ihre mysteriösen und gleichermaßen unmenschlichen Feinde zu sehen. Diese geflügelten Wesen, so schien es, waren nicht nur die Architekten der Säulen, sondern auch die dieses rätselhaften Ortes. Und ähnlich wie der Säulenraum war auch diese Weihestätte durchgehend mit Bildern des Reavers geschmückt. Stets ehrfürchtig dargestellt als heilige Ikone. Der Reaver scheint für diese geflügelte Rasse durchaus von Relevanz gewesen zu sein. Ihn zu töten ist für uns gerade völlig irrelevant und wir tun es trotzdem, weil wir einfach so gute Menschen sind. So... Von hier aus könnte ich theoretisch nirgendwohin in diese Richtung und irgendwohin in diese Richtung. Um genau zu sein, weiß nicht, ob wir das von hier aus schaffen, aber ja. Hätte ja auch sein können, dass wir die Dimension wechseln müssen. Muss man manchmal auch tun. Damit willkommen zum ersten größeren Rätselraum. Ich glaube, darauf soll man schießen. Nein, das bringt tatsächlich nichts. Okay. Das Ding können wir auf jeden Fall drehen. Und diese Türen werden praktisch von Licht geöffnet. Wir könnten jetzt... Wir werden erstmal diese Tür öffnen, das ist wichtig.
So, da wir das jetzt dahin gedreht haben, ist dieses Gitter offen und wir können in der alternativen Dimension da durch. Das da war auf Zeit geöffnet anscheinend. Interessant. Hier ist ebenfalls ein Raum, den wir kurzzeitig mit Licht öffnen könnten. Sag mal, wenn ich das Licht in diese Richtung scheinen lasse. Und dann diese Tür öffne, wird dann irgendwas angestrahlt? Könnte Teil des Rätsels sein. Nee. Okay. Zumindest augenscheinlich erstmal nicht. So, schauen wir uns mal an, wohin uns das alles führt. Ja, jetzt schließt sich die Tür hinter mir wieder. Es ist, wie gesagt, kein so leichtes Rätsel. Hier haben wir einen Mond. Es ist ein voller Mond in etwa. Und da liegt irgendwas drauf. Nein, da liegt nichts drauf. Da gehört was drauf. Jetzt erinnere ich mich. Ja, gehen wir erstmal den rechten Weg. Da müssen wir dann auch nicht in die alternative Ebene, um hinzukommen. Boah. Chillt mal euer Leben, ja? Hier einfach auftauchen. Habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, dass mir das Angst machen könnte? Ich habe ja fast das Gefühl, die sorgen sich gar nicht so sehr um meine Gesundheit, wie ich mich. So, jetzt aber. Hier müssten wir dann theoretisch durchschiften. Und es wartet schon ein Sluag auf der anderen Seite der Existenz, um uns freudig zu begrüßen. Freudig, aber nicht freundlich. Definitiv nicht freundlich. Danke für deine Seele. Ich werde sie auf mein Seelensparbuch legen. Okay, das hat uns zurückgebracht in... Interessant, das bringt uns überhaupt nichts. Also wir sind jetzt zurück in diesem Raum, nur... Was haben wir davon? Was wir jetzt natürlich machen könnten ist... Sofern wir ein Seelenportal finden. Ah, was heißt denn, bringt uns zurück in diesem Raum? Das hier ist ein neuer Raum. Oder? Nein, das ist kein neuer Raum. Komisch. Okay, da ist das Gitter. Das war aber auch schon vorher dort. Kurz gesagt, dieser kleine Trip, den wir gerade hatten, hat uns nicht wirklich weitergebracht. Wir wissen jetzt aber immerhin zumindest, dass wir auf diesem Weg zurück in den Raum hier kommen. Und ich nehme alles zurück, das hier ist ein neuer Raum. Hier waren wir vorher nicht. Bräuchte mal ein Seelchen. Kleiner Seelensnack. Ja, und er hat ein Schild für uns. Hi. Danke. Das ging problemloser, als ich erwartet hätte. Definitiv. So, wir sehen da jetzt... Also erstmal müssen wir feststellen, dass diese Scheibe kein Licht bekommt. Das ist das Problem, das wir langfristig lösen müssen. Dann glaube ich außerdem, dass diese Dinger hier verschiebbar waren. Entweder verschiebbar oder verwerfbar. Ich glaube aber verschiebbar. Ja, die Frage ist nur, wohin müssen sie und warum müssen sie dahin, wo sie hin müssen? Den Abbildungen im Hintergrund nachzuurteilen, würde ich die jetzt alle einfach mal mittig verschieben. Oder besser gesagt, so verschieben, dass sie mittig sind. Aber ich kann gar nicht alle verschieben. Um genau zu sein, kann ich sogar nur diese eine Säule verschieben. Das ist komisch.
Ah, ich muss Projektile auf die Ziele feuern. Um genau zu sein, da oben drauf. Mal kurz warten. Von hier aus. Bam! Das ist das Licht, das ich gebraucht habe. So, und auf diese Weise haben wir jetzt genau dieses Portal da geöffnet. Problem ist, wir kommen da nicht drauf. Wir kommen da nicht hin. Oder? Vielleicht hier rüber? Doch, wir kommen da hin. War es das richtige Portal? Was auch immer es war, irgendetwas wartet hier auf uns. Okay, das könnten wir jetzt irgendwo drauflegen. Die Frage ist nur, wo drauf? Da hoch kommen wir nicht mehr. Wir können ja nicht fliegen, während wir sowas tragen. Ah, ich weiß sogar, wo wir sind. Sind jetzt gleich wieder in diesem Raum. Die Pforte öffnet sich, wenn man rangeht. Okay. Das war nämlich ein Teil meiner Verwunderung. Schließt sich dann, wenn man drin ist. Und dieses Ding müssen wir jetzt, glaube ich, auf den Greifarm da hinten legen. Auf das Lenkrad drauf. Was hat das bewirkt? Gute Frage. Nächste Frage. Wenn ich jetzt dieses Ding hier drehe, und zwar so drehe, dass es dahin scheint, passiert erstmal nichts. Okay, schauen wir mal, was es mit dem anderen Gang auf sich hat. Dahinter könnte ja auch noch was sein. Kurz die Dimension wechseln. Um genau zu sein, ist dahinter definitiv etwas. Etwas, das Licht weitergeben kann. Sobald wir es drehen. Dafür müssten wir erstmal Seelenenergie kriegen. Hallo. Wahrscheinlich hier unten wieder. Ja, hi. Wir müssten nicht nur Seelenenergie kriegen, sondern auch ein Seelenportal. Tatsächlich. Ja, starke Angriffe sollte man auf jeden Fall gerade mit dem Soul Reaver nicht unterschätzen. Gerade diese Zweier-Kombi ist super. Er macht halt direkt einen Schlag, um den Gegner zu stunnen. Und dann tötet er ihn mit dem Stich. So, hier werden jetzt sicherlich in dem Raum auch so manche Feinde auf uns warten. Der Raum wird so voll mit Feinden sein, oder? Ja, ich wusste es. Danke für deine Seele. Sie wurde dankend angenommen. Hier können wir nichts entzünden erstmal. Ich glaube, wir können sogar schon hoch. Und genau deshalb mag ich diese Wesen nicht. So, von hier aus komme ich, glaube ich, an nichts dran erstmal. Aber ich kann... Ah, ich weiß es wieder. Wir machen das hier. Und da ist jetzt noch nichts. Aber wenn wir die Säule hier hinschieben... Die ist nämlich verschiebbar. Dann ist da wahrscheinlich immer noch nichts, weil uns was fehlt, oder? Okay, da tut sich so ein Schatten auf. Aber kann ich den denn schon benutzen, ist die Frage. Ja, kann ich. Okay, hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall, wegen dem Schatten konnten wir uns jetzt hier hinbewegen. Hier gibt es wahrscheinlich wieder oben eine Deckenleuchte. Ja. Und wie wir alle wissen, muss ich das jetzt hier hindrehen.
hinter mich. Okay, ich geb's zu, das war geraten. Aber es war richtig, also ändert es an meinem Genie erstmal nichts. So. Hinauf dort. Gebracht hat es uns diese lustige Apparatur, die wir, glaube ich, sogar verschieben können. Was es uns bringt, ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass man es so verschieben muss. Und auch das war, um ehrlich zu sein, mal wieder geraten. Also die Rätsel lassen sich durchaus mit Raten und Rumprobieren lösen und ich finde das positiv. Es sind halt Lichträtsel. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wir haben gerade die Schattenschmiede wieder zum Laufen gebracht. Warte mal. Ich glaube, ich muss mich jetzt durch das Loch fallen lassen. Genau. Das sieht auch schön aus irgendwie. Lichträtsel. Davon ist das Spiel voll. Als ich mich dem Altar näherte, spürte ich mit einem Mal, wie der Reaver erwachte. Wie in Williams Kapelle verschob sich das Gleichgewicht der Macht spürbar. Unersättlich und willensstark übte nun der Reaver die Kontrolle aus und ich verkam zur hilflosen Marionette. Der Reaver bohrte sich in den geheimnisvollen Altar, verschlang dessen Energie, die aus dem Inneren strömte, und raubte diesem Ort somit alle Macht. Gesättigt gab mich der Reaver wieder frei. Und ich erkannte, dass es sich bei diesen Heiligtümern um Schmieden handelt. Eigens dazu errichtet, dem Reaver die Macht der Elemente zu verleihen. So ist es. Und wir haben hier den Schattenreaver. Der hat mehrere Vorzüge. Zum einen können wir damit diese Portale öffnen. Das war jetzt, glaube ich, nur mit dem Schattenreaver öffnenbar. Zu öffnen, meine ich. Nun verstand ich den Zweck dieser eigentümlichen Becken, die ich immer wieder auf meinen Reisen gesehen hatte. Es waren Taufbecken der Elemente, jedes einzelne einem elementaren Wesen zugeordnet. Als ich die Klinge schmiedete, wurden alle Becken dieses Elements in Nosgoth gleichzeitig aktiviert. Die Verbesserungen des Reavers waren niemals von Dauer. Doch diese Becken ermöglichten mir, der Klinge zu neuer Macht zu verhelfen, indem ich sie in die dort konzentrierte, elementare Energie tauchte. Das dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen, dass der Schattenreaver irgendwie im Kampf stärker wäre, sondern es geht einzig und allein darum, dass man so gewisse Passagen öffnen kann. Konzentrische Kreise, einer den anderen verdeckend. Ich kannte dieses Symbol noch von der Tür, die den Zugang zu dem Heiligtum versperrte, welches ich im See außerhalb der seraphanischen Festung gesehen hatte. Vielleicht würde ich ja jetzt, bewaffnet mit der elementaren Kraft der Finsternis, zurückkehren und mir Zugang verschaffen können. Ja, und das ist leider auch eine der Schwächen des Spiels, die hier schon leise angekündigt wurde. Man muss halt immer wieder zu denselben Orten zurück. Bei den optionalen Szenen in Soul Reaver 1 fand ich das ganz reizend, aber hier ist es nicht so ganz reizend, weil zum einen es keinen Teleport gibt. Und zum anderen ist ja auch nichts Optionales. Man wird einfach, sie haben Zeit gespart bei dem Design der Welt, indem sie dieselben Orte immer wieder verwenden. Ja, wie gesagt, ist nicht so großartig, aber es ist schon bemerkbar, dass der Hauptfokus der Spielentwicklung auf der Story lag und nicht auf fesselndem Gameplay mit neuen Mechaniken oder sowas. Denn das findet man in Soul Reaver 2 und auch später in Defiance leider nicht wirklich. Ja, im Vergleich zu Soul Reaver 1 wird die Serie halt immer simpler vom Gameplay her. Wobei in Defiance dann wenigstens die Kämpfe wieder Spaß machen. Der Retter kommt in Lumpen.
Vorador? Anscheinend eilt mir mein Ruf voraus. Allerdings. Nur Gutes, hoffe ich. Ich beobachte dich schon, seit du aus dieser verfluchten Festung entkamst. Merkwürdig, dass deine Ankunft mit dem Verfall der Säulen einhergeht. Ich frage mich, bist du Auslöser dieser Ereignisse oder die Antwort darauf? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann will ich offen sprechen. Ich misstraue deiner Herkunft, Fremder. Dass du aus den stinkenden Tiefen von Möbius' Festung kamst, lässt mich zweifeln. Und was soll ich von deiner Erscheinung halten? Kein Mensch, nein. Eher Dämon als Vampir. Und die Säulen? Es kann kein Zufall sein, dass mit deiner Ankunft die Säulen verfielen. Daher frage ich dich nun, bist du ein Instrument der Zerstörung oder die Rettung der Säulen? Nichts davon. Nun gut. Schauen wir auf beide Seiten der Medaille. Ich folgte dir auf deiner Reise und sah, wie du munter Geheimnisse aufdecktest, die seit tausenden von Jahren eingeschlossen und tabu waren. Der Pfad, auf dem du wandelst, steht nur einem Wesen offen. Du weißt nicht, was du bist, stimmt's? Ich war schon so vieles. Findest du mich unwissend, so erleuchte mich. Weshalb sollte ich's tun? Diese Welt ist ohne Hoffnung. Möge das Menschenvieh sie bekommen. Ich hätte mehr von dir erwartet als diese Kleinmut. Vor 500 Jahren wäre unsere Rasse bei den fanatischen Kreuzzügen der Seraphan beinahe ausgerottet worden. Und nun sehe ich das gleiche Drama ein zweites Mal. In weniger als einem Jahrzehnt hat Möbius' Bürgerwehr fast erreicht, was die Seraphan nicht schafften. Vampire kommen den Menschen nahe. Sieh, wohin es uns geführt hat. Was soll ich anfangen mit den Geheimnissen, die ich entdeckte? Die Darstellungen der geflügelten Rasse, die Säulen, der Reaver. Alles Märchen, Junge. Illusionen einer vergangenen Kultur, die hoffte, die Welt möge sie nicht vergessen. Ihr Erbe versickerte so lange, bis nur noch einer von ihnen übrig war. Was ihm blieb, war nur der Glaube an die alten Prophezeiungen. Auch wenn du bist, was du vorgibst, so ist dies hinfällig. Du bist einfach zu spät. Janus Audran, Hüter des Reaver, der letzte Überlebende und mein Schöpfer, ihn töteten die Seraphan vor fast 500 Jahren. Nur er hätte dir antworten können, doch sein Wissen starb mit ihm. Ich verstehe kaum, wie du hierher kamst, ohne seine Führung. Ohne den Reaver, den die Seraphan vor 500 Jahren stahlen. Ich fürchte, mein Freund, du und wir alle haben ganz einfach Pech. Warum sollte ich Vorador weniger trauen als den anderen, die ich traf? Tatsächlich war der Vampir eines der aufrichtigsten Wesen, denen ich bisher begegnete. Wenn Janus Audran der Schlüssel zu all dem war, würde ich ihn finden. Und Möbius' Zeitstromgerät würde mir zu der Passage verhelfen. Doch zunächst musste ich einen Weg zurück in die Festung finden. Und ich glaubte, dass die Weihestätte im See mir dabei behilflich sei. Ja, und im Prinzip hätte ich halt, da wir jetzt wirklich nur ein Gebiet erkunden werden, in dem wir schon waren, im Prinzip hätte ich die Möglichkeit, das rauszuschneiden und euch so einiges zu ersparen. Ah, mein starker, fügiges Kind ist hier. Und hat mehr entdeckt, als dir lieb sein kann, fürchte ich. Was soll ich halten von diesen Ruinen, die das Land verschandeln? Was ist mit den Bildern in dieser Kammer? Sie sind lediglich die Täuschungen einer gescheiterten Zivilisation.
Dein Pfad ist falsch, Asiel. Diese alte Rasse hofft anhand dieser Hieroglyphen die Zukunft manipulieren zu können. Bedenke deine Schritte. In dieser Welt sind dunkle Mächte fest entschlossen, dein wahres Schicksal zu verändern. Daran zweifle ich nicht. Die Frage ist nur, sprechen sie in diesem Moment zu mir? Deine Arroganz wird noch mal dein Untergang sein, Rasiel. Beuge dich meinem Willen, oder dein Schicksal ist je beendet. Deine Wut lässt mich kalt. Ich bin jenseits deiner Macht. Meine Macht reicht weiter, als du glaubst. Du spielst ein sehr gefährliches Spiel, Rasiel. Also ich finde Soul Reaver 2 nicht so gefährlich. Alles klar, wir werden hier mal speichern und werden auf unserem Rückweg zur Festung von Möbius einen weiteren Speicherpunkt finden. Oh nein, ich habe euch die Position eines Speicherpunkts gespoilert, den ihr schon gesehen habt. Oh nein, ich werde in die Hölle kommen. So, rüber da. Hier auch schön die ganzen Symbole. Ich glaube, das sind die Symbole der Säulen. Mehr macht hier auch nicht wirklich Sinn an den Säulen von Nosgoth. Die zerstörten Säulen lassen wir hinter uns. Die übrigens ziemlich eindrucksvoll in diesem Spiel sind. Man sieht halt einfach nur, wie sie unglaublich weit in die Höhe gehen müssen. Man sieht die Enden der Säulen nicht mehr. Das ist cool geworden. Habe ich noch irgendwelches komisches Hintergrundwissen, mit dem ich euch auf die Nerven gehen kann? Ach ja, zu Soul Reaver 2, das Spiel wurde ursprünglich auf der PS1 und Dreamcast, glaube ich, entwickelt. Und erst später ist man dann zu der PS2 übergegangen. Man merkt es dem Spiel eigentlich nicht wirklich an, nur es gibt Screenshots der nicht fertiggestellten PS1-Version. Die sah interessant aus. Ich glaube, Screenshots von einer bestimmten Schmiede waren das. Es war allerdings nicht die Schattenschmiede, das heißt kein Ort, den ihr jetzt schon wiedererkennen würdet. Dahin wollen wir. Wie gesagt, die Gegner zu töten, es macht halt keinen Sinn. Sie respawnen und lassen ja auch nichts fallen oder ähnliches. Heißt, ich rushe hier nicht wirklich durch, sondern ich spiele das Spiel so wie jemand, der keine Beschäftigungstherapie braucht, das Spiel spielen würde. Ich habe halt wirklich nichts davon, diese Gegner da zu besiegen. Was ziemlich schade ist. Ich bin übrigens im Kreis gelaufen, das sind wieder die Säulen. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Die Ingame-Karte ist übrigens nicht wirklich nützlich. Also hier sind die Säulen, hier ist das Zeitstromgerät, südlicher See. Man sieht halt nur die Orte, aber nicht, wie sie genau miteinander verbunden sind. Das heißt, die Ingame-Karte ist eher was Lore-mäßiges als irgendwas, was einem beim Gameplay hilft. Was durchaus seinen Reiz hat. Ist immerhin die erste Karte, die man von Nosgoth hatte, nach Blood Omen. Da geht's nur wieder hoch. Da müssen wir lang. Ziemlich gut versteckt. Was im Hintergrund läuft, ist gerade die Pillars Combat Version, denn dieses Spiel hat von jedem Lied, wie es in Soul Reaver 1 auch schon war, zwei Versionen praktisch, zwischen denen dann dynamisch gewechselt wird, abhängig davon, ob ich gerade im Kampf bin oder nicht. Und allein anhand der Musik könnte man halt auch schon erkennen, in welcher Gegend man sich gerade befindet. Wir sind jetzt zum Beispiel nah am südlichen See. Da läuft immer dieses Lied. Ergreift ihn, rufen sie. Und ich so, nee, ich geh mal. Ihr werdet mich heute nicht mehr ergreifen. Tut mir unglaublich leid. So, bin ich jetzt am Safe-Punkt vorbeigelaufen? Es wirkt leider ein bisschen so. Nee, da ist er. Hier speichern wir und was es mit der anderen, mit dem anderen Ort auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge.